Hier am Fuss mal 4, der links und am krummen Stein rechts, dazwischen dann der Kleial 4, hier liegt die Alp Malschül. Sundersäß auf 1487 Meter über Meer. Dort wird gekäset. Im Mittelsäß wird gemolken, Geisenmilch. Rechts vom Mittelsäß, oberhalb vom Untersäß, dann das Obersäß. Das sieht man hier nicht, gelegen auf 1777 Meter. Dort gibt es eine gemischte Rinder- und Mutterkuhhaltung. Politisch gehört das Gebiet zu Sevelen. Im Vordergrund sieht man ja auch noch die Sevleralp. Besitzer von der Alp Malschül, aber ist dort die Gemeinde Bux. Das ist der Verwaltungsrat bei der jährlichen Begehung mit den langjährigen Pächtern zusammen. Zu den Geisen und zum Geisenkäse, da kommen wir noch. Malschül ist aber auch das Quellgebiet für die Wasserversorgung von Bux und darum von immenser Bedeutung. Durch die Bestossung mit Geissen verspricht man sich längerfristig eine Reduktion des Unkrautbefalls, insbesondere von Placken, Schwarzerlen usw. Interessant das mit diesen Geissen. Am Morgen um 4:30 werden sie gemolken, am Abend um 4 Uhr dann wieder. Ich habe am Nachmittag um 3 Uhr am Mittelsäß auf Geissen gewartet. Zusammen mit einem der Geissenhirte, mit dem Amadee. Wohin schaust du? Ja, auf den Krummenstein. Krummenstein, wo ist der? Da oben? Das oberste, ja, der höchste. Wo schaust du mal nach? Und was siehst du da oben? Ich sehe dort wie nicht rein. Ja, jetzt nicht mehr. Keine Geissen mehr, das ist ein gutes Zeichen. Das heisst, mit anderen Worten, wenn könnt's? Ja, sind alle auf dem Heimweg. Ja, etwa um die 4 Uhr wahrscheinlich. Und jetzt haben wir? 20 ab 3 Uhr. Heule. Ja. Und da laufen die eigentlich immer mit diesen Geissen? Ja, genau. Meistens vorne jemand und hinten jemand. Und wie lange laufst du denn da? Ja, im Aufstieg sind wir bis oben sind wir etwa eineinhalb Stunden unterwegs. Ja. Und dann lassen wir es dann eigentlich weiden, den ganzen Tag. Und dann im Abstieg auch wieder etwa eineinhalb Stunden. So. Aber es ist sicher ein verdammter Gseckel. Die gehen doch immer wieder einen Abhängel da ab. Darum haben wir Hunde. Aha. Ja. Und dann am Schluss, wenn wir es mit zusammentreiben, noch nie ein Problem gehabt? Mal, das gehört dazu. Aha. Ja, ja. Und jetzt, auf, jetzt sind sie Böcke genommen. Aha. Dann ist die Herde, die auseinandergeht, jede Woche für sich schaut. Aha. Ja, ja. Ja, ja. Es wird schon strenger jetzt auf den Herbst. Aber man merkt schon, du wartest, du planest unten, du wärst am liebsten gerade hier oben, gell? Ja, heute musste ich müssen decken. Das muss. Was halt heisst das, decken? Ja, die Geissen decken, die sind jetzt sind böckig. Aha. Und wir haben ja noch Böcke hier. Ja. Und dann habe ich die entdeckt, habe ich die zu den Böcken hineingeholt und entdeckt, genau. Wie viele Geiss sind da, wenn wir so anschauen? Denkt man, sie sicher gegen 200, hä? Ja, es sind all die 300 sogar. Hoi, hoi, hoi. Ja. Dann ist schlecht geschaut hier. Ja. Gut. Genau. Und meistens könnt ihr dort in die richtig krummen Steine hoch. Vielleicht alle 4 so. Nein, also eigentlich die ganze Arena hier. Aha. Tun wir arbeiten mit den Geissen, ja. Ah, das heisst Arena. Ja. Du hast etwas gehört von Bestössen. Was heisst denn das? Bestössen sind Bauern, die die Tiere raufbringen. Und da hat es wie viele so Bestössen hier oben? Ja, all die 30. Aha. Ja, genau. Wie lange bist du jetzt hier oben? Die zweite Saison. Jawohl, und dann bist du einmal hier von Mai bis September, oder? Anfang Juni bis Mitte September, so. Und nachher, was 100, bist du 100 so? Bis 110 Tage. Was bist du sonst so beruflich? Weißt du, nachdem Theresia Hebamme war, was bist du aus? Ja, gelernter Gärtner und jetzt bin ich noch der Bauernlehrer dran. Aha. Jawohl. Dann ist immerhin etwas verwandt, ja, in dem Fall. Genau. Marvin, was machst du jetzt? Geiss zum Backen lassen, um sich zu decken. Geiss zum Backen führen? Ja. Und dann nachher? Ja, jetzt schaue ich, ob er sie deckt. Aha. Und nachher nehme ich sie auf, raus und schreibe sie aufschreiben. Will er nicht so recht? Kann man denn da nachhelfen, oder? Er hat heute halt schon ein paar. Aha. Ist nicht das erste Mal, hä? Ist es so ein bisschen schneller? Ja, ja, das ist ein Stück schneller. Ja. Und dann musst du jedes Mal so decken? Ja. Ja, normal geht es ja nicht so lange. Ja, ja. Komm, gib mal Gas. Naja, probieren wir nachher nochmal. Gut, hä? Ah, jetzt machst du noch einmal. Ich glaube, im Moment ist nichts, hä? Mach jetzt. Doch nicht. Geht's noch mal?
Ja gut, das ist jetzt, sagen wir mal, hat es mal probiert, hä? Jetzt ist geschehen. Jetzt ist passiert? Ja. Du, da geht aber rassig, hä? Ja. Und jetzt raus mit der Agnes, hä? Sven, heute sind wir hier auf der Geiseralp. Normalerweise bist du eben gerade auch noch Lehrer, gell, in der landwirtschaftlichen Schule. Und hier bist du Präsident von dem Ziegenfreundeverein, oder was bist du da? Ja, Präsident bin ich auch vom Verein Ziegenfreunde, der hier Pächter ist von der Alp. Und ich bin auch gleichzeitig noch Alpmeister von oben, eigentlich so ein bisschen die Organisation von der Alp auch noch. Und selber hast du auch Geissen hier etwa 30, oder wie viel? Ja, wir haben 38 haben wir hier, ja. Was ist denn der Unterschied? Hast du Geissenrinder? Du hast mir gesagt, die Geissen die pflegen die Alp in einer anderen Art und Weise als zum Beispiel Rinder, oder? Ja genau, die Geissenalp ist ja vor 11 Jahren entstanden, wo wir mit der Ortsgemeinde Buchs in Kontakt getreten sind, dass wir dürften eventuell auf den Geissen tun. Der Grund ist, wir haben hier auf dem Werdenberg Rheintal sind wir immer ins Bündnerland aufgegangen, schon seit Jahren, und haben auch hier im ganzen Kanton St. Gallen keine Melchalp gehabt. Das heisst, hier oben werden ja alle Geissen gemolken und zu Geisskäse verarbeitet, die Milch. Und vor 11 Jahren haben wir die Ortsgemeinde angefragt, ob wir echt eine Chance hätten mit den Geissen, wo man da darum gegangen ist, die Alp auch wieder zu bestossen. Sprich, eben auch den Vorteil den gesehen haben, sprich mit der Ortsgemeinde zusammen, die entbuschen. Das heisst, es hat hier sehr viele verschiedenste Kleingewächse, also sprich die Alpenrosen oder die Erlenstuden, die natürlich die Alp dann verbuscht haben. Und wir haben jetzt mit den Geissen die Alp eigentlich auch wieder entbuscht, dass es auch wieder mehr Gras gibt und so die gemeinsame Nutzung mit den Rindern natürlich können aufrechterhalten. Und jetzt haben wir hier oben Geissen, rund 300 zum Melken und noch gut 220 Rinder, die von jemandem anders gespachtet ist, die wir gegenseitig miteinander weiden. Und die Geissen, die entbuschen, dass tatsächlich das wieder schön sauber aussieht, dass so wieder das kann wachsen, weil das sollte wachsen, oder? Ja, grundsätzlich schon. Man muss auch immer sehen, oder? Man sagt, dass ja, Geissen entbuschen und dann sterben die Büsche ab. Das ist richtig. Die Erlen werden abgefressen und die sterben dann ab, sobald sie in die Rinde gehen und die Rinde quasi das Holz schädigen. Was wir aber ausmachen, und das ist dann sehr viel Handarbeit, die wir jetzt gemacht haben, auch die Jahre, man muss die Erlen auch zusammennehmen, muss zum Teil abschneiden und dann auch Hüften machen, weil nur liegen lassen ist auch nicht gut. Sobald die nächste Lawine kommt, ist der Winter, haben wir durch die Äste im ganzen Alpgebiet verteilt. Also muss das auch ein bisschen sauber zusammennehmen und dann haben wir Ruhe. Und wenn die Geiss noch alle Jahre reingeht und alle Jahre fressen, frisst natürlich zuerst das Laub ab, weil Geiss ist eigentlich ein Luftfresser, der von oben her frisst. Was heißt Luftfresser? Ja, ich sage, ein Luftfresser, sie frisst von oben runter. Aha. Sie geht zuerst, wenn er zuerst in den Garten geht, geht zuerst an die Blumen. Sie frisst zuerst den Grind ab von der Blume. Aha. Und dann frisst sie weiter. Und das ist im Laub auch so. Sie frisst zuerst weit auf den Bäumen und erst dann ins Gras. Das ist der Vorteil der Geiss. Darum hat sie viel lieber Laub als Gras. Und die Kombination mit der Rinder zusammen verhebt aber sehr gut jetzt. Seit 2009 sind wir da, muss man mal ein bisschen in die Retour. Man sieht so natürlich den Stall und eben das saubere Betonplateau, kann ich sagen. Das heisst, ihr seid eigentlich Pächter, haben aber sehr, sehr viel auch selber gemacht hier, gell? Ja, wir haben natürlich sehr viel investiert, auch vor allem Zeit. Wir haben hier die Plätze gemacht. Auch, das ist auch eine hygienische Sache, dass wir sauber haben, weil auch mit Melken musst du sauber sein. Du musst eine gesunde Jutter haben und vor allem auch für die Füße, wenn die natürlich im Dreck stehen, hast du mehr Probleme mit Fußkrankheiten und können vorbeugen. Wir haben hier sicher einen Haufen investiert. Natürlich auch immer in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde. Und die Ortsgemeinde hat uns auch die Kosten dann auch materiell übernommen. Also das ist sicher sehr ein gutes Zusammenspiel auch mit dem Besitzerin Ortsgemeinde Buchs. Meinst du, sollen wir uns schnell hinter uns zum speziellen Gerät, zu dem Bürstegerät, das zuerst ein bisschen gelacht hat, was du angeschafft hast? Können wir machen, ja. Gehen wir mal, hä? Das ist die Wellness von unseren Geissen, ja. Genau. Führer mit dem Hund, was macht er so? Ja, jetzt unter die Führerspeere, sind die, die heute alle Tage zum Decken rund die gut 40 Stück sind heute alle Böcke gsi. Hat er es da unten deckt mit den verschiedenen Böcken, die dort hinten sind im Stall. Und jetzt treibt er es führen, macht zu, dann kann er die anfangen melken. Und wenn die anderen oben runterkommen, die sind jetzt am Abweg da,
Wir hören es schon bald. Und wenn die kommen, wird er geöffnet, dass die Neuen, die jetzt hier kommen, die nicht böckig sind, dann eben da sind. Und dann kann er die böckig sind separat tun, um nachher wieder zu decken. Oder wenn es frische gibt, die frischen, die dann böckig sind, wieder zu decken. Du kannst heute begeistern. Also dein Sohn eben, der hat auch geholfen zu decken, denn deine Töchter sind da. Sind alle begeistert. Also 100 Mal lieber auf der Alp als am Meer. He? Ja, es ist so. Ja. Das ist manchmal ein zum Leidwesen der Frau, dass sie lieber gehen. Aber die Kinder, ja, sie sind gerne da. Sie haben natürlich auch ihre eigenen Geissen hier. Sie haben selber ihre Geissen, die sie haben. Und dadurch natürlich auch ein bisschen Beziehung auch zu den Geissen, zu den Tieren. Und eben halt die eigenen Tiere hier hast du sowieso. Wir haben hier ganz ein typisches Gebiet. Wir sehen hier die teuren Sachen. Das sind die Alpenrosen, die jetzt bereits abgestorben sind. Und von dort weg vom Hügel, dort ganz ab bis zum Bach. Aber es waren alles Erlenstudien. Das war eigentlich zu, geschlossen. Und heute ist jetzt dort der Wald, inklusive oben, wenn wir den Wald nachgehen, unten durch. Richtig schön Tobel. Da sehen wir gut, dass dort hinten die Erlenstudien jetzt alle weg sind, wo das Geiss abgefressen haben. Und vor allem auch hier in diesem Gebiet, aber da mussten wir eine Stude schneiden, wir mussten Wege schneiden, dass Geiss hingekommen sind vor 11 Jahren. Und heute ist hier ein Weidegebiet wieder, wo man tiptop weiden kann und jetzt eben auch wieder Futtergrundlage hat für die Rinder und für die Geissen. Und das ist ein Schlechtwetterweide, wenn es ganz schlecht Wetter ist. Das Nebel hat die Frucht, kann man es hier reinlassen, dass die Hirten nicht müssen den ganzen Tag so Geissen zusammensuchen hier. Darauf bis nach 4 Uhr. Also hier haben wir jetzt hier unten dran haben wir auch noch eine Weide, und zwar ist das die für die Nacht. Die geht hier in diese Strasse hin, ist die gehagelt auch, dass die Nacht Geissen rein sollen. Und dann am Morgen können sie dort Geissen so holen. Ohne dass sie müssen, die ganzen Geissen, die ganzen Alpen zusammensammeln, morgen um 4 Uhr. Und was passiert jetzt überhaupt mit der Abendmilch denn? Ja, die Abendmilch geht hier runter, die geht ins Kessel, wird gekühlt. Und dann tut es dann dem Tier jetzt verkäsen. Aber das ist am Morgen dann, oder? Am Morgen dann, ja. Genau. Ja. Also ein ganz dünnes Schläuchchen, wo immer Wasser läuft. Genau, wir haben hier vor 2 Jahren eine Pipeline gegraben. Das heisst, von hier weg geht die Milch in einem ganz dünnen, fingerdicken Schlauch. Ja. Geht die Milch runter. Das heisst, wir haben hier oben einen Tank. Und dann sieht man die Melke, wo wir einfach öffnen können. Dann geht die Milch und wenn wir zutun, läuft Wasser. Entweder läuft der Leitung läuft dann Wasser oder es läuft Milch. Ja. Und das ist eigentlich für uns ein grosser Vorteil. Erstens, ich brauche kein Personal, das die Hand auf und ab führt. Wir müssen in irgendeinem Tank auf und ab tun. Und für die Milch ist es auch sehr, sehr schonend. Sie geht durch das, dass sie einen dünnen Schlauch hat, nur so einen fingerdicken Schlauch, geht natürlich die Milch sehr schonend ab und unten ganz hoffentlich ins Käse, damit es auch ganz wenig Wirbel gibt nachher zum Käse. Haben die ganze Käserei auch ihr das investiert, ihr gemacht? Ja, die ganze Käse haben wir investiert. Aber auch. Ist ja hochmodern, gell? Ganz ehrlich gesagt. Ja, wir haben sicher jetzt eine sehr moderne Käse. Hat auch damit zu tun, dass wir jetzt einfach die letzten Jahre auch alles investiert haben, wie wir aus der Alpen können wirtschaften können. Das heisst, wir haben eigentlich wirklich im Frondienst geschafft, seit 11 Jahren wir hier arbeiten, die Mitglieder, oder vor allem jetzt die Kommissionsmitglieder, die 6 Stück, die wir sind, arbeiten alle in Fronarbeit. Das ist unsere Freizeit, das ist unser Hobby, die Leidenschaft für die Geissen. Also wir leben eigentlich für die Geissen und eben auch für die Alpen. Und da sieht man einfach, dass wir dort etwas investieren können. Auch hier in den Hütten, sprich in den Stalligen, haben wir natürlich auch schon wieder neue moderne Sachen, sprich mit Fanggitter oder eben auch mit der Abzuganlage. Oder jetzt eben Pipeline und Graben haben, inklusive hier mit der Käse. Also die ersten Geissen sieht man das heute, gell? Die sind ja bei beiden. Das ist ja so die Vorhut, ist da. Ja, das sind die, die schnell runterkommen. Sie sind jetzt hinten dran, haben sie zusammentrieben. Und die wissen genau, wo sie hin müssen. Und jetzt kommen die ersten hier runterzulaufen, am schönen Tobel. Und kommen jetzt, und die letzten werden jetzt dort oberhalb, unter dem Krummerstein, respektive schönen Tobel, zur Oberstrasse sein. Und die treiben sie jetzt so runter. Und dann kommen die runter hier. Wir sehen sie hier schön den Weg runterzutäppeln. Und gehen unter den Stall. Und dann ist dran, die bereits aber schon die, die böckig sind, melken. Und dann werden die weiter gemolken. Ja, Sven, jetzt könnt ihr, he? Genau, jetzt kommt es heim. Und jetzt gehen sie dann melken. Jetzt haben sie noch gut 1,5 Stunden zum Melken. Und jetzt sieht man schon, die kommen gerne heim. Und das ist auch ein gutes Zeichen, sage ich jetzt mal. Weil da wird nicht hinten angetrieben und gemacht, sondern die kommen freiwillig so. Und können ihr das Tempo laufen, die Geissen. Sie müssen nicht hinten angedrückt werden. Und hinten werden sie mit den Hunden alle schön zusammentreiben, dass alle miteinander unten sind. Am Schluss noch 2 oder 3 oben hockend. Aber da sieht man jetzt ganz gut, wie die schön runterlaufen. Herr Gottswein, wir als Lehrer, gell? Eine Schulklasse könnte man sich nicht besser vorstellen. Nein, also wenn meine Schüler so gut folgen wie die Geissen, bin ich auch zufrieden. Aber grundsätzlich haben wir gute Schüler. Wie bei den Schülern bei den Geissen, wenn einer vielleicht nicht recht tut. Du, sag mal schnell, hier die ersten drei, von rechts nach links, was sind da für Rassen? Also voraus kommt hier die Toggenburger Geiss. Das ist eine typische, ja, sagen Sie, einheimische Geiss, entstanden Toggenburg, Werdenberg. Jawohl. Und dann haben wir die zweite hier gemsfarbige Birzziege. Die Brau, gell, die Brau, ja. Und hier kommt der Appenzeller Geiss, ein Ehrenverzasken Geiss. Was ist das da? Ein Ehrenverzasken, die schwarze hier.
Hoi, hoi. Genau. Und da sehen wir so diese Schwänzle da, sehen wir ganz gut. Die ist jetzt auch eine Böckig. Die, wo Schwänzle da? Dort kommt der Strahlengeiss mit den Horn. Aha. Also wir haben hier sehr viele Rassen, verschiedene Rassen. Und wir sehen, dass die Schwänzle da wacker und das ist so ein Zeichen auch. Jetzt gehen sie zum Bock, darum sind die also schnell wahrscheinlich. Wir könnten durchschauen, die und stehen sie auf und wenn sie zum Bock rein, dann kann man gut darauf gehen, dass sie Böckig sind. Aber die Namen weisst du nicht, hä? Ja, nicht von allen. Dann ist es mit dem Bart und der Jungen, der noch ein bisschen weniger Bart hat. Genau, das ist ein bisschen altersbedingt und ein bisschen rassenbedingt. Je nachdem. Und dann ist es eben halt, die einen haben Horn. Ist es unterschiedlich, als die Milch gehen, weißt du, je nach Rasse? Ja, das ist jetzt eine, die ich kenne, das ist eine von uns. Also die erste Milch ist das erste Sommer, das ist gerade jährig. Welche? Ja, gerade die hier. Ein Dunkli, ein Dunkli. Ja, von der Stahle gehören der Leoni hier. Die hier. Die Braut. Die Schwarze, nein, die Schwarze vorne dran. Also sehr gut, schon jährig sind, die sind das erste Sommer hier. Und dann hat die andere, die schon die älteste ist, von uns hier, die ist das 11. Sommer hier. Die älteste Geiss ist 11 Sommer lang hier. Ja. Das ist der Unterschied, Zahnengeiss sind weiss wie die Appenzeller, aber sie haben kurze Haare und die Appenzeller haben weisse, lange Haare. Und weißt du, es ist mir schon aufgefallen, die Zahnengeissen? Das ist mir schon bei der letzten aufgefallen. Gewunderig Sauköger sind es. Ist es generell ein bisschen, dass die Geissen ein bisschen gewunderig sind? Ja, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen, wie man es auch hat. Sicher, Geiss ist natürlich ein sehr intelligentes Tier, ein sehr gewunderiges Tier. Das heisst mit anderen Worten, ich bin ein attraktiver Mensch, he? Ja, das muss so sein. Ja. Du züchtest ja in dem Fall an. Eben. Ja. Aber es ist so, also man, Geiss ist natürlich, wenn man Geiss versteht, hat man es gut. Und wenn man sie nicht versteht, hat man es nicht gut mit ihr. Weil dann ärgert sie den ganzen Tag. Aber jetzt hilft es mir tragen rein, darum quackelt es jetzt ein bisschen, gell? Ja, so ist halt, sie fressen halt, halt so. Und probieren sie und sind manchmal lästig. Manchmal. Du, apropos Milch, wie viel Milch gibt das jetzt so im Jahr? Hast du gesagt, also, 35'000? Ja, wir melken jetzt so plus minus 40'000 Liter am Sommer, in 100 Tagen. Wo wir oben sind, haben wir so plus minus 40'000 Liter und dann haben wir so rein Käse, etwa 3,5 Tonnen. Halbhirte Geisskäse, die wir oben produzieren und auch wieder verkaufen tun. Hercules, so jetzt so Geissen wie Gämsen, du, hä? Genau, das ist so ein Bündner Strahlengeiss. Die auch. Kann es sein, dass ich ein nasses Fütteln bekommen habe? Ja, ist schon möglich. Vielleicht haben sie ein bisschen abgeschleckt. Wir sehen es, da oben sind sie noch ein bisschen fressen. Gerade auf dem schönen Tobel. Und jetzt tun sie den Hund hinten dran, tun sie schön zusammentreiben. Und dann kommt der grosse Teil dann nachher nach oben runter. Das sind die voraus sind und jetzt eigentlich schön runter. Gelaufen sind und vielleicht schon vorne dran ein bisschen gezogen haben. Ja, jetzt sind wir Alphier drauf. Dort richtig Alphier gehen nicht, oder klein Alphier auch? Doch, wir gehen unter dem Alphier durch dort. Jawohl. Und gehen dann hängen die Vase über und gehen dann auf ein klein Alphier hinten. Krummenstein. Und ziehen auch Krummenstein mal auf die Ebseite über. Ja. Und hat in diesen drei Monaten unter da sind genug zu fressen? Ja, also zu fressen haben wir sicher genug. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen davon gekommen, hat natürlich jetzt wirklich auch können, dass man das Weidegebiet auch hat schon ein bisschen verbessern, indem man Büsche weg hat und Gras. Jawohl. Und vor allem haben wir natürlich jetzt auch ein Weidegebiet, wo man vorher mit Rindern nicht holen konnte. Wir haben da hochschauen, zum Teil den steilen Hängen. Da hat es früher keine Rinder reingehen können, weil es steil war. Wo man heute mit den Geissen natürlich bei Weiden und Gras eben noch holen. Wasser manchmal sicher noch ein Thema, nicht? Ja, grundsätzlich ist mal Schüel ein sehr gutes Wassergebiet. Einfach auf dieser Seite, wo wir hier sind, sprich das Mittelsäß, Richtung Alphier ist es nicht unbedingt sehr gut. Es hat da nicht die besten Quellen. Man muss ein bisschen Sorge geben zum Wasser. Aber wenn wir ein bisschen schauen, und jetzt letzten Sommer haben wir ein bisschen knapp gehabt hier am Mittelsäß, da müssen wir Wasser rauffüren, weil die Quelle verdrückend war. Aber heuer ist bis jetzt ganz gut und ich hoffe, es bleibt noch so bis Ende Sommer. Aha, jetzt sieht man so den Haupthorst. Genau, jetzt sind sie dort oben. Und jetzt tun sie dort um den Kopf herum, treiben jetzt alle schön die Tobel runter da und dann... Man sieht den Hund jetzt hinten dran dort. In den Urlaufen. Und eben so ohne Hunde wäre das aber nicht möglich, zum Alltag mit so vielen Tieren aufzugehen, dass die Herde beieinander hast, die hättest du natürlich gerne nicht mehr. Und darum sind immer zwei Border Collies hier am Arbeiten. Es sind zwei bis drei, die hier sind am Arbeiten. Und die sind den ganzen Sommer mit den Hirten hier und heben hier die Geissen zusammenheben und zusammentreiben.
schnaufen nicht. Sie sind wirklich ganz tipptopp am ruhigen Ablaufen und sind vor einer halben Stunde am Krummenstein gestanden, wo wir geschaut haben. Und jetzt sind sie schon da. Aber wir rumrufen, selbst wenn sie noch so gerne. He? Hey Anita, geh weg. Also, hey, was hast du gesagt? Anita? Das ist Anita, ja. Das ist Samira. Und dort ist Annalena. Komm jetzt. Ja. Und du kennst die alle? Ja, aber nicht gut, die von uns nicht kennen. Ja. Aha. Und ja, die einen kennen natürlich auch, die auf dem Bauer sind, je nachdem. Und dann so. Nicht mit Namen alle, aber einen Haufen kennt man schon auch. Ja. Und das ist der Verein, die hier? Ja, das ist Susanne. Aha. Das ist eine. Darum haben alle ein Nummer an. Und je nach Nummer ist so nach Bauer. 64, da, das ist von mir, von meiner. Da sehen wir die Nähe für Saska. Das ist so die mit den Horn. Du weißt es, die streichen das so an meinem Bein und quackeln so ein bisschen. Das sehen wir dann nachher noch, gell? Warum du so ein Gerät unten her hast. Ich glaube, das ist noch wirklich eine gute Sache. Ja, ich denke, die Kratzbürste, die wir auch angeschafft haben vor 3 Jahren. Zuerst hat man ein bisschen belächelt auf der Alp oben so Kratzbürste. Aber man sieht die Geissen noch an, vor allem die langhörigen Geissen. Genau. Die haben keine Filz drin, die haben keine Knöpfe in der Wolle. Oder ist bei dir die Haare drin. Ja, ja. Und die glänzen halt wunderbar. Und das ist auch für Sie ein Wellness, wie wir halt vielleicht auch gehen wollen. Ist das für Sie die Wellness-Oase mit den Kratzbürsten, die ja. Wir sehen. Wo Sie können auch Ihren Staub rausputzen, auch vielleicht auch Parasiten fliegen. Das ist sicher ein ganz grosser Vorteil so einer Kratzbürste. Ich kann es leider nicht filmen, aber es tut einer wieder bei mir. Nimmst du mich als Wellness-Oase? Das ist der Zara hier. Zara! Ja, das ist der Leonieri. Hoi, hoi, hoi. Oh, aber, genau. Die Zara darf ich filmen, aber die Leonie darf eben nicht filmen. Oder ist Leonie die Mittler, die Kleine? Nein, die Leonie ist die Zweite. Aha, ja, ja. Schau mal. Genau. Ja, umgeben. Und dann ist es auch ein bisschen. Das jetzt sind wir eine Attraktion, eindeutig. Ja, und wir haben natürlich auch richtig eins, die kennen uns, oder? Das ist so eine von uns hier. Die ist auch von uns, das ist auch Junge. Und dann merkt man halt schon, wenn du da bist. Ja, genau. Die kennen einen halt auch in der Zeit, ja. Ja, genau. Und nicht nur doch auch uns, was da ist. Ich meine, das ist schon normal, oder? Genau, und Geiss sind doch eher sehr gewundertes Tier, sehr eben, interessiertes Tier. Das ist ja ganz klar, das ist ein typisch Geiss auch, ja. Und jetzt kommt es zum falschen Latein, oder was? Ja, jetzt kommt es. Wir sehen jetzt hier hinten den Rest, was es noch bringen, die Hirte. Also jetzt kommen hier Nachhut noch. Ja, ja, ja. Jetzt sehen wir auch, das ist ein typischer Leonie, oder? Siehst du, Geiss? Das ist genau. Geiss, die kennt sie von weitem schon. Mann, die Leonie, die ist böse mit mir, dass ich jetzt gefilmt habe. Okay. Aber das ist schon so. Also Geiss, die kennen einmal, wenn man es 100 Tage auf der Alp hat und wenn man frei ist mitnehmen, die kennen einen immer noch. Ja, 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 ja. Und darum würde ich sagen, Geiss ist eigentlich auch nie ein Scheuchen. Geiss kann man heben, Geiss ist anhänglich. Und man sieht jetzt auch, so eine Kamera ist etwas Neues für dich. Genau. Sind gewundrig, aber das ist für Sie kein Problem. Du, ich kann dir sagen, ich bin Gott froh. Sind es Geissen? Mit dem Hans Opplinger bin ich mal Wespen filmen. Oder Bienen, Wildbienen. Du kannst nach 10 Minuten sind die hinten mir nachgesäckelt. Also brutal. Ja. Ja. Und das sind jetzt schon fast 300 Geissen hier? Da sind knapp 300 Tiere, ja, alles miteinander. Und die Hunde müssen irgendwo zu Hinterstrasse sein? Ja, man sieht es oben, die Hirten noch dort oben. Und ich sehe die Hunde auch zum Teil unten herhocken dort. Und so treiben sie jetzt auch die Herden nach Hause. Und so gehen sie morgen. Morgen geht jemand voraus. Und jemand geht hinten rein. Und so gehen sie noch den Berg hoch mit diesen Geissen. Ja, das ist schon wie eine Pistenkontrolle, he? Ja, kann man fast sagen, ja. Ja, jetzt sind sie noch. Doch, sehen wir jetzt gerade, das sind so, eben, auch ältere Geissen. Das ist für uns noch ein bisschen Sommer. Was ältere Geissen, welche? Ja, hier so 10-jährige Geissen, 11-jährige Geissen. Ja, ja. Und viele Bauern bringen alle Geissen auf, halt auch junge. Also wir sehen auch relativ junge Tiere, die erstjährig sind, die da Milch geben. Also 10-jährige Geissen, 11-jährige Geissen. Ja. Weil die Bauern bringen in der Regel eben alle Geissen, die sie haben, auf. Und nicht nur einen Teil davon. Genau. Und darum hast du einen ganzen Bestand der Bauern. Ja, ja. Dann haben wir hier ganz verschiedene Alterskategorien halt oben. Und eben so links und rechts an meinem Bein ein bisschen umreiben, das tun sie gerne. Also, das ist ja so, ja. Jetzt sind wir hier die Wellness-Oase. Genau. Und eben auch ein bisschen schauen, dass es abläuft, dass es da läuft, genau. Ein bisschen rumknabbern. Das ist so, ja. So, jetzt muss man schauen. Das ist ein ganz dunkle, der bei mir unten ist. Mal schauen, wie die aussieht. Ja. Das ist eine Ehre für Saska. Was ist das da? Eine Ehre für Saska. Aha, ja, 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 ja. Genau. Hey. Eileen. Und eben berggängig sind sie natürlich, gell? Ja, die sind schon sehr berggängig, ja. Also da. Die laufen überall durch, ja. Eileen, hör. Aha, das ist sie, gut. Das ist eine von dir. Ja, und die geht auch da nicht zu, ja.
Die hier schmeckt auch. Ah, die hier, die auch? Nein, die hier, hinter dir. Ah, hinter mir die, ist eine. Die, wo der Aileen zusteht auch. Aha. Das ist eine ja. Ganz junge. So ein junger Geiss, der erst jährig ist. Was ist das für eine Rasse? Das ist eben ein Toggenburger. Toggenburger. Und die ist eben gerade jährig. Ah, die sehen auch anders aus, wenn sie jünger sind, wenn sie älter sind. Ja, ja, halt nicht so kräftig, halt, ja, oder ja, nicht so schwer wie die ja, alten genau, Tiere. Aber ja. Dafür auch sehr gute Kondition halt ja. Auf den Alpen. Aber, ja, die. Da merkt man. Du bist nicht nur einfach einer, der die Geissen so ein bisschen eben als Nutztier benutzt. Eben, du hast auch diese Geiss gern, gell? Ja klar, man hat es natürlich sicher sehr gerne, oder? Jedes Tier hat man speziell gerne auf die eine oder andere Art und Weise, aber sicher auch Nutztiere. Also wir nutzen ja, auch ja. Milch, wir nutzen auch das Fleisch davon. Jawohl. Das ist für uns auch normal, also auch das gilt auch für Kinder. Oder wenn wir auch mal mit Gizzi Münd metzgen, wir können nicht alles behalten. Aber ich sage immer, wir wissen, wie es gehalten hat und ich weiss, wie die Tiere gewesen sind. Und dann durch habe ich auch jetzt auch keine Mühe, um unsere Produkte selber auch essen. Ja. So Leonie jetzt, das ist deine Geiss, gell? Ja. Das ist jetzt Nachhut, das sind die beiden Hirtinnen. Genau, also links, die Rock, ist Noemi, das ist unsere Hirtin. Und Lisa, sie kommt jemandem helfen zwischen ihnen. Wenn es am Wochenende, dann gehen sie miteinander rauf, dann kann sie mit den Hunden ein bisschen arbeiten. Aber die Hirtin ist die rechts von uns, die wir hier auf der Alp haben. Ja. Was spritzt du da auch mit dir? Das ist ein bisschen Jod zum Desinfizieren. Aha. Sicher ist sicher. Also Sauberkeit, oberstes Gebot, he? Ja. Das ist. Aber bei trockenem Wetter ist eigentlich sehr sauber. Ja, ja. Könntest du noch von Hand melken? Könnte ich schon. Und etwa dir vor. Ja, ja. Wenn eine einen Hornstoss oder so kassiert und dann ein bisschen blutige Milch hat, dann müssen wir sie von Hand melken. Jawohl. Aber es ist die Ausnahme, ja. Und da wird es so angesaugt und direkt ins Untersee transportiert, ja? Jetzt kühlen wir es hier runter. Im Tank. Aha. Abkühlen auf etwa... Ah, das ist der Tank da, genau, auf 9 Grad und nachher... Auf wie viel Grad? Auf etwa 9. Aha, ja, ja, ja. Ja, ja. Und dann, wenn wir fertig gemolken haben, funken ja. Wir runter. Und dann lassen wir die Milch an. Ja. Und in 7 Minuten ist sie drinnen. Ja, die Milch. Ja. Hola. Raus. Hopp. 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 Hey. Da musst du genau zählen, Leonie, hä? Nein, ich kann schauen. Hast du eine zu viel oder was? Nein, nein. Ausnahmsweise nicht. Wie viele sind es da? 12. Aha. Schöne Zahl. Wie viel Milch gibt ein Geiss so? Pro Tag? Pro Tag, ja. Sagen wir 2 Liter. Aha. Am Morgen 1 Liter und am Abend 1 Liter. Aha. Durchschnitt, ja. Aber jetzt sollte ich oben ausschwimmen, oder? Wo dann gut 5 Liter im Tag geben. Ja. Ich bin auch.
Was war mit der vorher? Gewesen? Die hat mir so Menschen schauen, was sie behandelt haben. Ah, ja. Vielleicht haben sie es verstanden. Es ist also darum gegangen, zu schauen, ob die schon behandelt worden sind oder nicht. Ja. Also, ihr könnt es ja selber ausrechnen, mit 300 Geissen immer 12 in den Melchstand rein, wie lange das geht. Ich schätze mindestens etwa 2 Stunden, bis eben dann wirklich alle gemolken und versorgt worden sind. Und es war jetzt ungefähr etwa 3:45 Uhr gewesen. Also, ich denke, wenn ein 12-Stunden-Tag vom Morgen um 5 Uhr bis am Abend um 5 Uhr, 6 Uhr, das ist alltäglich. Auf dieser Alp, also wirklich ganz, ganz fleissige Leute oben. Das Alpenleben, das hat es in sich. Es ist sicher etwas Schönes, vielleicht etwas Idyllisches, aber ich glaube, wenn man dann selber mal dort ist, glaube, dann merkt man auch, dass es auch ein Krampf ist. Es muss einem gegeben sein, habe ich das Gefühl gehabt. Auf jeden Fall wirklich höchst interessant, das Engagement von diesen Frauen und von diesen Männern auf dieser Alp oben. Und die Geissenmilch, ich kann euch sagen, das ist etwas ganz Spezielles. Auch der Käse ist etwas ganz Spezielles, ja. Und dann sind immer 12 im Melchstand reingekommen, 12 draussen. Man hat genau kontrolliert, welche Geisse ist jetzt hier schon gemolken worden, welche noch nicht. Also haben wir ein ganz bestimmtes, ausgeklügeltes System. Und dann ist dann abgegangen auf die Abendweide. Das Klingeln ist dann langsam ein bisschen verschwunden. Es ist dann langsam 4 Abend eingekehrt, hier beim Mittelsees. Die Milch, die ist transportiert worden, eben mit dem ganz dünnen, schwarzen Schläuchli, das habt ihr vorher gesehen. Das ist abgegangen, eben dann nachher ins Untersees zu der Therese. Und Therese, ja, die steht am Morgen dann auch früh auf. Therese, das ist Käserin. Eigentlich gelernte Hebamme, aber jetzt eben Käserin. Und das spielt sich dann am nächsten Morgen ab. Und das sehen wir im nächsten Beitrag. Jetzt aber geht es zuerst mal ab in 4 Abend, auf die Abendweide. Und ich weiss nicht, ob die hier oben im Mittelsees, die Gaben, die Schafer auch im Untersees unten, ob die dann überhaupt mal 4 Abend haben. Jedenmal wird es spät. Ihr gehört es dann von der Therese. Das Elpenleben, so idyllisch und so schön, wie es wirklich ist, kann auch ganz etwas streng sein. Es braucht auf jeden Fall Engagement. Und denkt daran, wenn ihr mal so einen Käse esset, was da alles dahinter steckt.